Dank machst du das hier oben schon? Wir machen das jetzt 6 Jahre und ich bin natürlich heute noch einen rechten Appenzeller, weil ich ein bisschen heim will. Und darum habe ich alle einmal eine Appenzellermusik da. Und wie man sieht, fällt es auch den Einheimischen da. Die urige Musik und die urige Stimmung, die wir hier am Berg aber bringen. Also heute Morgen war es schlecht Wetter gewesen. Die Musik ist aber nicht gekommen. Hätte ja können sein, dass niemand kennt, oder? Ja, also habe ich nie Angst. Und wenn halt einmal niemand kommt, spielt es auch nicht so eine Rolle. Wir haben es und Vermögen jetzt auch, wenn einmal nicht so viele Leute können. Und dann ist das jeden Sonntag, oder wie? Bei uns ist Allenwil am letzten Sonntag im Monat ist bei uns Ländlermusik. Verschiedene Arten, Innerschweizer Stil, auch einheimische, aber vor allem natürlich Appenzellermusik. Weil dann steht es mir hier gerade auf, wenn ich Appenzellermusik höre. Und mir steht es hier auf, wenn ich sehe, dass du Ende April aufhörst und dann im Juni, Juli wieder schwer anfängst, bis zu der ersten oben. Aber was machst du denn zwischen dir? Ferien auf der faulen Haut liegen? Ja, auf jeden Fall. Einmal müssen wir das Geld noch wieder durch tun, wo wir im Winter verdienen und im Sommer. Mir ist jetzt aufgefallen, da haben wir ein paar Mal deine Frau gesehen, die ist immer rumgesprungen und so weiter. Aber du höckelst, du bist drauhend in Polen. Ja, ich bin der Gastgeber und ich tue die Leute unterhalten. Und die Frau muss arbeiten. Also, ich habe das Gefühl, ein Haufen Leute können da noch ein bisschen rauf wegen dir, he? Ja, selbst sicher, ja. Weißt, die faulen Sprüche können die Leute sofort zu kurz und dann können sie wieder zu mir rufen. Und sind Sie enttäuscht, dass der Grabser ein Appenzeller ist? Nein, gar nicht. Nein. Die Appenzeller haben in der ganzen Schweiz und auf der ganzen Welt einen guten Namen. Ich habe festgestellt, du hast schon geschnupft mit dem, der hier Geige gespielt hat. Und mit ihm hier nebendran. Also gibt es da spezielle Schnupfrünge, gibt es da Privilegierte da oben? Ja, Schnupf habe ich von ihm gelernt. Ich habe vorhin nicht geraucht, nicht gesoffen, nicht geschnupft. Und dann bin ich da hochgekommen und dann hat mich der zum Schnupfen verführt. Und zum Saufen habe ich auch erst oben angefangen. Eben, und was ist jetzt schlimmer, Schnupfen oder Saufen? Ja, beides gehört ein bisschen zusammen. Wenn man ein bisschen schnupft, mag man auch mehr trinken. In der Stube nach dem Zügel spielt, hat er so eine Rundamme aufgestellt und dann gehört er, wie er ihn sagt: Aufpassen, die grossen Latschen vorne einsteigen, die kleinen Latschen hinten einsteigen, abfahren. Und dann ist der Mann in die Stube raus und hat gesagt: Du Bubi, an dieser Weg redet man denn nichts bei uns. Man sagt nichts. Hast gerade eine Viertelstunde in den Ecken stehen. Und pünktlich nach einer Viertelstunde gehört das Bubi draussen weiterspielen, wie er sagt: Aufpassen, die grossen Leute vorne einsteigen, die kleinen Leute hinten einsteigen. Und wegen dem Hurenlatsch in der Küche haben wir eine Viertelstunde Verspätung. Einmal in der Schule hat auch die Lehrerin gesagt, die Sieben, die am anderen Tag können sagen, woher ein Kind kommt, können nachher so frei machen und hingehen. Dann ist das Problem hergegangen.
Ich denke, da wem soll ich jetzt fragen? Da hat die Großmutter gefragt. Da hat die Großmutter gesagt, ja, vom Äpfelbaum aber. Da hat das Babli einen Äpfel in den Sack und ist am nächsten Tag in die Schule. Dann hat die Lehrerin gefragt, wer weiß es jetzt? Der Handli hat sofort aufgegeben, der weiß es. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, Handli, woher kommt das Kindli? Dann hat er alles in den Sack gegriffen und dann hat er gesagt, soll er ihn rausnehmen? Dann hat die Lehrerin gesagt, nein, nein, ich kann sofort hingehen. Ha 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 ha!